Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Heute mittelalterliches Köhlerlager von Bluebricks. Die Nummer 105655, 1108 Teile für 49,95. Und wie immer, formschöner brauner Karton, keine Baugruppen. Anleitung als PDF, muss man sich registrieren lassen bei Bluebricks. Und dann kriegt man das Ganze kostenlos runter. Kostet also alles nichts. Das ja, Anleitung nicht. Für alle, die nicht wissen, was ein Köhlerlager ist. So wurde früher im Mittelalter bis Ende Weltkrieg so in etwa Holzkohle hergestellt. Also das Zeug, was wir brauchen, um zu grillen. Die haben es damals aber gebraucht für die Metallverarbeitung. Das Ganze habe ich mir für meine kleine Anlage gebaut. Normalerweise gehört sowas mitten in den Wald rein. Bei mir kommt das mitten in meine kleine ländliche mittelalterliche Anlage rein. Ihr kennt das. Auspacken, anfangen, kommentieren. Fazit am Ende. Es war drin eine Platte, 16x16. Ein paar kleine Teile, ihr kennt das. Teilweise mehrere Tüten in einem Ding drin, in einer Schüssel drin. Und auch diverse große Teile, was ich noch nicht hatte. Nicht, dass ich keine Baseplates hatte. Aber in diesem Rauchgrau, in dieser Größe, hatte ich noch keine Platten. So. Anleitung ist auch schon da und dann geht's mal los. Bauschritt 18, also für das Hauptlager bin ich gerade dabei, das Grundgerüst oder die Grundplatte zu bauen. Dieser Farbton, der macht total Sinn, weil die Köhlerplätze, die sind eigentlich immer Zentimeter dick, also viele Zentimeter dick mit Holzasche und sowas belegt. Und Holzasche, also das ist dieser Farbton, das kommt sehr gut hin. Was mir auch auffällt und was ich gut finde, bei Bluebricks, aber das soll jeder so sehen, wie er will. Ab und zu, jetzt zum Beispiel im Bauschritt 18, wird eine einzige Pflanze gesetzt. Jetzt wird man sagen, was soll eine Pflanze? Da kommt ja später alles hin. Ja, man kann immer gucken, hier ist die Pflanze, das muss so rum sein. Ne? Also das ist eine Erleichterung, damit man weiß, wie rum man was bauen muss. Es gibt andere Hersteller, die lösen das, indem sie irgendwo mittendrin eine rosafarbenen oder neongelben oder sonst was Stein reinbauen. Ist hier nicht drin. Ich finde, das sieht entspannt aus. Wenn man was anderes bauen will, kann man die Teile auch benutzen. Also, kleines Detail, super Lösung. Bauschritt 33. Ich glaube, ich muss mich korrigieren. Das Graue, das soll tatsächlich kein Rußkram sein. Das scheint wohl ein kleiner Flusslauf zu sein, weil zum Holzkohle machen braucht man auch sehr viel Wasser. Also, ich korrigiere mich. Das hier soll wohl ein kleiner Fluss werden. Bauschritt 107. Wir bauen die Hütte. Tür zu öffnen. Das wichtigste Material neben der Säge und der Axt für den Kühler ist die Schaufel. Die Wände sind praktisch quer gebaut und werden reingesetzt. Und innen drinne diesmal spartanisch ausgestattet. Mal sehen, dass wir ein bisschen Licht reinkriegen. Aber das Spartanische, was da gebaut wurde, ist immer noch liebevoll gemacht. Das Bett und so einen kleinen Ofen mit ein bisschen Licht oder nur ein bisschen Licht da drinne. Die Kühlerhütten waren in der Tat wirklich so gebaut, dass die waren da nur zum Schlafen drinne. Das war kein Luxus. So, nach 152 Schritten ist die Hütte als solches fertig. Überwiegend gefällt es mir sehr, sehr gut. Hier zum Beispiel die Lampenputzer, so kenne ich die. Was mir nicht gefällt ist dieser, zum Beispiel dieser Baum und da hinten auch der Baum. Das ist, sind diese flexiblen Stäbe und die kriegt man sowieso nie vernünftig ab. Ich rufe das Gemüse hier ab. Kriegt man nie vernünftig ausgerichtet. Und was mir überhaupt nicht gefällt, aber das ist mein innerer Monk, da ist es so, immer wenn etwas nicht geklemmt wird, sondern nur hingelegt wird. Diese beiden oberen Baumstämme werden dann nur raufgelegt. Ich wüsste auch nicht, wie man sie anders befestigen soll, aber das gefällt mir nicht. Ich mag sowas nicht. So, das Bäumchen ist auch so ein Flexbäumchen. Ja, weil der so stramm drauf ist, ich kriege den nicht richtig ausgerichtet. Der bleibt aber jetzt bei mir so. Nicht jeder Baum, hat auch überall Zweige. Das gefällt mir sogar ganz gut. Ja,
innen drinne fließt der kleine Fluss. Man braucht also wirklich zum Holzkohle machen auch unter anderem viel Wasser. Ist das eine Eibe? Könnte sein, wegen den roten Früchten dran. Eiben ausgesprochen giftig, aber schöne Bäume irgendwo. Das ist nur ein Steg und das ist auch richtig so, weil diese Hütten, das waren nur provisorische Hütten. Die haben da nur während der Zeit des Feuers drin praktisch nur geschlafen, wenn sie mal 2-3 Stunden schlafen wollten. Ein paar Säcke davor. Und das müssen aber Holzkohlesäcke sein, weil es sonst immer, sag ich mal, Mehlsäcke waren. Auch realistisch, sag ich mal, dass um die Hütte herum nur Baumstümpfe sind. Weil aus den Bäumen hat man ja logischerweise Holz gemacht. Und was ich total süß immer finde, ist, wenn sie da irgendwo klein, mit zwei Teilen einfach nur ein Pilze machen. Mir gefällt das. So, und jetzt kommen als nächstes, ich habe ja noch jede Menge Teile. Jetzt kommen noch Holzstapel, also die eigentlichen Köhler als solches, die noch gebaut werden. Ein Sägebock mit Baumstamm. Und auch hier, es wird nur draufgelegt. Bauschritt 162, eine Säge. Passend, ups, da hinten für den Baumstamm, was auch später nur einfach hingelegt wird. Bauschritt 183, das hier ist jetzt ein Köhlerhaufen, der im Aufbau ist. Und ich finde das genial, weil alle wichtigen Elemente sind hierbei praktisch beachtet worden. In der Mitte ist in so einem Köhlerhaufen in der Tat, hier ist es jetzt viereckig, aber das ist rund, ist praktisch ein Schacht. Da kommt später auch das Holz rein, also das brennende Holz rein, um den anzufachen. Der wird von innen nach außen angesteckt. Dann wird es draußen rumrum geschichtet. In Scheiten. Und zwar durchaus, sag ich mal, verschiedene Holzsorten. Hier sind jetzt helle, sag ich mal Birke oder sowas, dunkle Holzsorten, Eichen oder so ein Kram, alles realistisch. Der ist im Aufbau. Hier würde später noch ein zweiter Haufen raufkommen. Was weiterhin sehr realistisch ist, weswegen ich das Ding wirklich abfeiere, obwohl es nur ein kleines Teilchen ist, die haben hier praktisch angedeutet Lob. Wenn nämlich der Haufen so weit ist, dass der Haufen das Holz drauf ist, dann kommt außen und zu eine Isolationsschicht aus Laub. Darauf kommen dann Grassoden, beziehungsweise wenn da keine Grassoden sind, kommt eine dicke Schicht vom alten Meilerplatz, den man dann ja hatte. Da hatte man ja Asche, ne? Viel Asche und ein Asche-Erde-Gemisch kommt dann da außen drauf. Und deswegen ist ein Meiler von außen, wenn der schwarz. Nicht, weil innen drin die Holzkohle schwarz ist, sondern weil die Schicht, die außen drumherum ist, ist ja eben schwarz. Also ich feiere das Ding hier ab, obwohl es nur ein kleines, wirklich ein winziges Modellchen ist. Das sind also wirklich sparsame Teile, aber ich bin schwer begeistert, weil alle wesentlichen Schritte da drin sind. Da hat sich einer Gedanken gemacht. Bauschritt 198. Das ist jetzt der Köhler, der praktisch in Betrieb ist. Das soll wohl bestimmt nachher der Rauch werden. Aber was ich toll finde ist, innen drin, hier kommen gleich noch diese schwarzen Dingsens drauf. Und wenn die da drauf sind, dann sieht man von dem, was drin ist, nichts mehr. Hier drin sind nur die Farben drin, die auch in diesem Holzstapel praktisch drin sind, wie da. Also Brauntöne und dieses Sandbraun oder Nougat oder wie man das nennen will. Das heißt, man hätte da drin irgendwelche Farben, die von der Resterampe weg müssen, drin verbauen können, werden aber nicht verbaut. Und das finde ich klasse. Und da ist er, der Köhlerhaufen. Und wie ich gesagt habe, von außen wird er dann mit Grassohlen und sowas gemacht. Der ist also jetzt im Betrieb. Er dampft ganz fleißig und raucht schön oben raus. Das ist sehr schön. Unten, das sieht nicht so aus, als wenn da was vergessen wurde. Sieht man das? Da ist ein Loch. Kann man schlecht sehen. Auf jeden Fall ist auf allen vier Seiten ist ein Loch und das gehört da tatsächlich rein. Da haben die, ist nicht vergessen worden, Steine ranzumachen. Das sind die Luftlöcher. Der Köhlerhaufen zieht sich praktisch über die Seiten. Ups. Jetzt sieht man das ein bisschen. Darüber zieht er sich nämlich die Luft und wird dadurch betrieben. Die Leiter ist schön. Was ich nicht schön finde, ist, es wird nur hingestellt. Ich hätte da gerne, dass die Platte hier ein bisschen weiter rausgeht und dann auch irgendwie ein Scharnier, wo die Leiter drin ist. Also das einfach nur hinstellen irgendwie, nee, das gefällt mir nicht. Vielleicht ist es mein innerer Monk, dass ich immer alles mit Noppen fest haben muss. Also das ist das Teil, was mir noch nicht so gefällt. Schöner Köhlerhaufen,
aber leider die Leiter nicht befestigt, obwohl die sehr schön gebaut wurde. So, und das ist praktisch der dritte Platz, den man hat. Nee, eigentlich der vierte. Das ist der Platz, wo die Holzkohle denn die fertige ist. Die ist jetzt noch nicht verpackt, damit man die noch so ein bisschen sieht. Also, sägen, stapeln, verkühlern und hier drinne verpacken. Und in ruhigen Minuten kann man denn mal drinne ein paar Stunden schlafen. So, das Ganze werde ich jetzt ein schönes Plätzchen bei mir in der Anlage finden. Dann zeige ich das gleich nochmal, wie es bei mir in der Anlage aussieht. So, das ist jetzt bei mir in der Anlage und ja, das Ding gehört eigentlich mitten im Wald. So viel Platz habe ich nicht. Also muss das auch so gehen. Das Gute ist, ich habe hier schon mal einen Fluss. Ich muss hier praktisch nur noch den Fluss mit dem Waldbachlauf irgendwie ein bisschen anpassen. Da fehlen mir aber die Steine für. Den Untergrund noch ein bisschen grundieren, aber es passt vom Stil her sehr gut da rein. Ne, wenn man da guckt, hinten ist die Waffenschmiede, die Kirche, Burg Blaustein, Köhlerlager, der Bauernhof und die Wassermühle, das passt sehr gut rein. Gut, was nicht passt, ist hier vorne der Bahnhof, aber ich liebe Züge und der Bahnhof bleibt. Und wenn man von dieser Seite, ja, das passt. Dazwischen könnte noch der Rittmeister rein, den habe ich noch nicht, das mit den Pferden. Ja, die Gebäude stehen viel, viel, viel zu dicht dafür, dass das mittelalterlich ist und einfach auf dem Land ist. Aber wie gesagt, das ist bei mir auch ein bisschen Platzproblem. Mir gefällt's und das ist die Hauptsache.